Jeder hat Freunde, nicht wahr, Press? Und Freunden sollte man helfen, oder? Oder Gummi herstellen, nein. Haben wir nicht, können wir nicht, werden wir nicht. Forschung, Überfälle können wir noch machen. Da werden wir wieder auf Schatzjagd gehen. Ich dachte mal, dass es einfach durchgeht. Politik. Okay. Forderung wird erlassen. Holen wir uns mal noch eine Mission? Seien wir ehrlich. Es ist besser, zu den Alliierten zu gehören, als zu den Achsenmächten. Sie werden ein Alliierter sein. Und kein... Okay, wir müssen es uns nicht anhören, weil wir kennen es eigentlich schon. Ein Kabarett, so in die Nähe der Botschaft bauen. Keine Ahnung, ob das vorne oder hinten ist. Aber wir bauen es. The Kabarett ist für gut situierte oder wohlhabende. Das haben wir jetzt ordentlich. Stoffservietten. Servietten. All you can eat. Kindermenü. Tour unwichtig, aber auch komplett voll schon das Restaurant für gut situierte. Ja, wie gesagt, gut situiert haben wir auf jeden Fall jetzt ein paar. Dann der Broker. Wären Sie hier an irgendetwas interessiert? Alles völlig legal, natürlich. Ah, nö, sind wir nicht. Platz freischalten. 2,5, nö, alles gut. So, das machen wir. Ach ja, wir müssen aber auf die Blöde. Mando-Garnison bauen. Wie sieht's aus mit die Krachtis? Okay, hier war er, glaube ich, gerade erst. Naja. Viel ist nicht. Was wir gleich einnehmen werden. Ach, wobei, gerade kam irgendeiner dann. Ja, hier, der war gerade da. Alles gut. So, neue Farm. Unterhaltskosten steigen. Oh. Müssen wir nicht unbedingt machen. Unsere Kaserne. Oben liefert im Gebäude entsandt werden, benutzen einen Truck, um ihr Ziel zu erreichen. Ja, gut, wir haben gerade aktuell keinen Krieg am Laufen. Von daher würde ich jetzt einfach mal drauf verzichten. Das mit der Bauinspektion wäre sehr geil. Auch voll, sehr gut. Man sollte sowieso über immer einzeln ein paar Häuser setzen, weil so gut situierte findet man immer. Und wir sehen ja, wir kriegen relativ viel Geld. Für die Unterhaltskosten. Schönheit wird aber verbessert. Ja gut, und Elektrifizierung. Darüber können wir sowieso philosophieren. Wie sieht es denn aus? Gesamtzufriedenheit 48. Wohnen ist das, was am meisten noch Probleme bereitet. Der Rest ist so bei 40, 50. So, Ende 40, Anfang 50. Das ist gut. Nur Wohnen ist noch ein Problem. Das wird sich aber auch nicht ändern im gesamten Laufe des Let's Plays. Denn Wohnen auf eine hohe Stufe zu bekommen, ist eigentlich unschaffbar. Weil, naja, es gibt immer Arme und Arme können nicht besser als hier drinnen wohnen. Und ihr seht, oder als, nee, tatsächlich, das ist das Beste, was man einem Armen bieten kann. Und der hat halt maximal 32 Wohnqualität. Außer du knallst halt noch ein paar Dinger hier daneben. Naja, okay, das hat auch keinen Einfluss. Früher hat es immer noch Einfluss gehabt, wenn du Parks in die Nähe gebaut hast, aber jetzt anscheinend auch nicht mehr. Ja, von daher werden wir immer so in einem Bereich von 50 maximal liegen können später, wenn wir dann die... Gibt's noch Luxuswillen? Ja, hier, Conventionellos oder Conventillos, Mietskasernen, die sind dann wahrscheinlich auch nochmal für Arme. Moderne Villen und so weiter ist dann hier für wohl, genau, reich oder wohlhabend. Also da ist noch was möglich, aber nicht viel. Und Wohnen wird eigentlich immer der Wert sein, der am schlechtesten ist von allen. So zumindest meine Erfahrung aus den anderen Drop-Dateien. Hier haben wir noch eine freie Wohnung. Ja, hier haben wir noch freie Wohnung. Das ist voll. Alles ist voll. So, voll.
Okay, Kirche. Können wir irgendwie hier noch was ändern? Wieder Arbeiterschaft zusätzlich. Servicequalität sinkt. Verringert die Besuchszeit. Okay, machen wir. Bleiben die Leute nicht so lange. Und wir können mehr abarbeiten quasi. Servizequalität 60. So, Frachter war da. Die Bürger verlangen nach Wahlen. Was? Es hat den Anschein, als wollten sie mitentscheiden, wie sie regiert werden. Wie egoistisch. Naja, komm. Also, Problem anerkennen. Wohnzufriedenheit, ne? Schlechteste. Fraktion loben. Wir loben Kapitalisten. Supermacht beschuldigen. Achsennächte. Ganz eindeutig. Loben sie. Achso, Achsennächte will ich schon wieder beschuldigen, aber die Beziehung zu Supermacht verschlechtern. Können wir ruhig machen. Obwohl, ist egal. Verbesserungen versprechen. Ja. Da sind wir. Von Tropico. Ich bin es, euer Präsidente. Ihr habt euren Glauben an mich bewiesen und dieser Glaube soll belohnt werden. Jeder Einwohner von Tropico wird bekommen, was er verdient. Und was ist mit meinem Volk? Ich fühle mit euch, wenn eure Wände bröckeln und eure Dächer tropfen. Falls ihr Dächer habt. Bald jedoch. Dächer für alle und Wände für viele. Ganz auf klasse Rede. Könnt ihr euch in den kommenden Jahren freuen? Bessere Wohnungen, schrägere Dächer, geradere Wände, durchsichtigere Fenster. Tropicos Haus von morgen soll allen Maßstäben genügen. Wählt also El Presidente für die Zukunft, die ihr verdient. Ihr alle, Viva Tropico! Ah, und das Volk, es jubelt mir zu! Naja, Volk in Anführungsstrichen. Ein paar Völkchen. Ja, also unsere absolut exorbitant gute Rede. Tropico. So, Schutzturm habe ich mittlerweile irgendwie gemacht. Greift bei den Truppen während militärischen Konflikt an und eine Chance verborgene Rollen von Passanten auf den Sektor Freiheit in der Nähe. Setzen wir mal einen hier vorne hin. Wie teuer sind die überhaupt? 600. Easy going. So, und dann machen wir hier hinten noch einen hin. So. Bam, bam. Alright, so. Obdachlose Bürger. Tatsächlich so viele obdachlos. Weil ich auch mal auf der stehende Wohnung habe, ja. Guck mal. Uns da mal ganz kurz an, wo denn die Baracken stehen. Plank zu verkaufen. Da sind zum Beispiel die Baracken. Ja, aber weil die auch beide in der Highschool abschimmeln. Deswegen mittellos. Arbeitsplatz Kaserne. Okay, die brauchen also tatsächlich was. Sind arm. Der ist arbeitslos, der arbeitet auf einer Farm. Kerker, Farm. Da müssen wir tatsächlich noch mal ein paar normale Häuschen, also Baracken bauen. Hilft leider nicht. Da habe ich auch noch mal ein paar. Schönes Wetter. Arbeitsplatz Highschool-Schüler, ja, okay. Der hat halt einfach kein Einkommen. Stapelt sie höher. Auch schon fast voll hier das Teil. Wahnsinn. So, die Mitte ist jetzt leer.
Kann ich nicht auch so einen Sozialblock bauen? Nee, ist nicht möglich. Schade. Ein Sozialblock wäre natürlich auch geil. So, Gesundheit. Klinik wird auch langsam wieder eng. Wo ist das? Deckung ist eigentlich vorhanden. Da haben wir eine, da haben wir eine. Und hier unten noch am liebsten eine hinsetzen, noch eine Klinik. Jetzt hat da auch nochmal eine Klinik hin. Ist zwar jetzt nicht so weit weg von dem hier, aber. Ja, kommt die Klinik, die vierte. Ich hoffe, dass wir so viele Highschooler, nicht Highschooler, sondern Universitätsabsolventen haben. Arbeitslos. Okay, pass mal auf, wir bauen nochmal ein weiteres Haus. Davon haben wir tatsächlich nur ein einziges bis jetzt. Das knallen wir mal hier mit hin. Jeden Fall noch mal Baracken bauen. Vielleicht dann auch so ein Landhaus oder so. Obwohl Landhäuser, jetzt können wir auch noch besser bauen. Ist das vorne? Ich glaube, es gibt zweimal vorne und zweimal hinten, aber egal. So, was ist hier los? Arbeitslos. Gute Show. Gar nicht schlecht. Fast eines Engländers würdig, würde ich sagen. Aber... Ja, das Kabarett in der Nähe der Botschaft. Tänzer. Playback-Ausrüstung. Okay, also gut situiert. Bevorzugt von kulturell. Mal gucken, ob auch Arbeiter oder Menschen hier reingehen. Ob das jetzt nur für Touristen gilt. Für besuchende Bürger. Müsste eigentlich also auch gehen. Na gut, wir lassen uns mal ein bisschen laufen. So, und dann neu. Ja, die müssen eigentlich mal ausziehen, alle irgendwann. Also reguläre Wohnung wieder. Überfall abgeschlossen. Laufhause für Parkdeck. Was bringt mir das Parkdeck? Ermöglicht es reichen Bürgern und allen Touristen Autos oder Taxen zu nutzen, um zu parken. Verursacht Umweltverschmutzung, senkt die Sicherheit in der Umgebung. Okay. Apropos, ist die Polizei schon gebaut worden? Schützen und dienen. Zweite Schicht, 4 offene Stellen. Salopp. Ja, zweite Schicht werden wir definitiv auch gleich nochmal machen. Ah, was verkaufen wir? Wir verkaufen. Fleisch haben wir noch. Jetzt muss ich gucken. Felle. Ne, Leder. Ja, dann lassen wir es erstmal offen. So, hier kommt die zweite Schicht, bitte. Nochmal 4 Arbeiter mehr. Wir haben tatsächlich noch, nur noch die 4 freien Arbeitsplätze. Oh, gib mal Verachtung. 4 Stück sind schon drin. Im Kerker. Okay, aus dem Auge, aus den Augen, aus dem Sinn. Senkt die Effizienz um 30 und generiert $25 pro Häftling. Nö. Kann ruhig so bleiben. Forschung ist noch zu wenig. Handel, wir gehen auf. Keine Ahnung. Tabak, Öl, Zucker. Tabak weiß ich gar nicht, ob man das herstellt. Kakao, Zucker. Nee, Tabak stellen wir noch gar nicht her bis jetzt. Oben sind Bananen, weiß ich. Ja, na gut, dann müssen wir vielleicht doch noch mal ein paar Arbeitsplätze schaffen, ne? Obdachlos sind übrigens auch 18.
Apartment noch hin. Obwohl, ist das hier voll? Nee, überhaupt nicht. Okay, dann stellen wir da nochmal was hin. Barracks. Da kommt meinetwegen auch nochmal eine hin. Gut situiert, gut situiert. Auch gut situiert. Ja, das ist leider das Einzige, was wir an armen Verhältnissen hier bauen können. Ja, wird hier unten aber auch nochmal exorbitant viel. Wo ist eigentlich die Bau? Die Bau ist nochmal da. Was haben wir abgeschlossen? Fleisch. Dann. Ah, das war erstmal auch offen. Das würde ich gerne schnell bauen. Dann kommt hier mehr Hände. Und ja, auf Nummer sicher ist okay. Dann haben wir nochmal 10 neue Arbeitsplätze. Präsidente, wir wissen Ihre Hilfe zu schätzen. Dank Ihnen werden wir unsere Streitkräfte und Anstrengungen verdoppeln. Und unsere Erwartungen halbieren. Sehr gut. Gemeinsam können wir es schaffen. Zahlenmäßige Überlegenheit ist immerhin der Schlüssel zur Kriegsführung. Sollen wir die Leistung vervielfachen, um zu teilen und zu herrschen, bevor es T-0 ist? Weiß ich nicht, was damit gemeint ist, aber okay. So, meine Damen und Herren, dann müssen wir auf jeden Fall jetzt mal Richtung Fabriken gehen. Die bringen mir Arbeiter und bringen mir Geld. Dann würde ich tatsächlich mal auf den Schiffswerft gehen. Wobei, wo ist Tabak am effektivsten anzubauen? Meiner an. Dann werden wir ganz kurz hinten eine Tabakfabrik bauen. Und dann eine Zigarrenfabrik, meine ich natürlich, keine Tabakfabrik. So, Zustimmung 80% ungefähr. 4% sind gegen mich. 7% noch unentschlossen. Also aktuell alles in den grünen Bereich. Ja, ja, ich weiß, ihr habt alle aktuell, oder ihr werdet einige noch ohne Haus über oder ohne Dach über dem Kopf. Bam 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 bada, bam 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 bada. So, Schutzturm 1 und Schutzturm 2 steht hier. Nee, da und hier, ja. Erhöht die Feuerrate des Schutzturms auf 12%. Auf oder um? Weil auf 12% wäre ziemlich schlecht. So, jetzt habe ich gar keine Handelsdinger mehr. Also, wir verkaufen. Meinetwegen. Fleisch. Kakao. Und. Das letzte. Der Broker. Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Sie sind alle völlig legitim. Ja, ich weiß immer noch nicht, für was das Ding steht. Wir könnten noch eine Mission annehmen. Aber das lassen wir erstmal auf. Forschung. Immer noch zu wenig. Ich wollte ja 1000 Punkte haben, ne, für diese... Was soll ich eigentlich machen? Weiß das noch einer? Mitarbeiter des Monats, das wollte ich, glaube ich, machen, ne? Kostet mich 350 pro Monat, aber Doppelschichten in den Mieten. Und Industriegebäude. Ja, machen wir. Arbeitsqualität. So, Mitarbeiter des Monats.
Jeder will mehr verdienen. Harte Arbeit ist eine Tugend. So, wir erlassen das. Mitarbeiter des Monats. Erhöht die Effizienz, braucht aber Strom. Mitarbeiter in Minen- und Industriegebäuden arbeiten eine Doppelschicht, solange diese Verordnung aktiv ist. So, dann gehen wir mal in die Mine. Arbeitsqualität. 30. 25. 30. Ich weiß nicht, wie es vorher war. Aber das steht ja nicht. So, jetzt haben wir es erstmal ausgeschaltet. 30. Nee, ist genauso. Okay. Jeder will mehr. Erlassen wir. Erhöht die Unterhaltskosten von Transporteur, Häfen, Touristen, aber so 50% rote Fahrt der Touristische. Ah, sind 5% schneller. Okay. Feuer. Stadtentwicklung. Für 7,5, aber wir haben 50% weniger Baukosten für die Gebäude. Ich glaube, das sollten wir tatsächlich mal machen demnächst. Bildung fördern. Achso. Oh, habe ich noch gar nicht gemacht. Es ist zwar praktisch. Dann machen wir das natürlich. So, jetzt. Ist die Effizienz höher? Industrie fördern, Agrarwirtschaft fördern. Erhöht die Effizienz aller Landwirtschaft um 25%, erhöht die Unterhaltskosten der Gebäude um 50%. Kapitalisten, Kommunisten. Aber der entsorgt dafür, dass jeder drei Fraktionen mit den Industriebufern eine Forderung stellt. Die Forderung hat eine Abkürzung. Ah, okay, da können wir uns wieder Aufträge holen. Aber aktuell sind wir noch bei 77%, also alles okay. Hier unten ist alles gebaut worden. Sehr gut, auch schon komplett voll. Selbst das hier, sehr gut. So, 14 Obdachlose und Arbeitslose. 11, 3, 1, 4, 2. Also die Highschooler könnten alle Jobs finden. Okay, der Knast ist einfach schon komplett voll. Das ist ungewöhnlich. Ich muss sogar noch einen zweiten Knast jetzt bauen. Alter Schwede. Aber gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Denn ich mache jetzt erst einmal Feierabend mit die Tropico 6. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Dann in einer neuen Aufnahmesession. Bis dahin, haut rein, ciao und tschüss.